Heute stelle ich euch eine kleine Enduro-Runde über Rendsburg, Flintbek, Preetz, Plön, Malente, Neumünster und zurück nach Rendsburg vor. Ein Stück davon wird auf dem TED stattfinden, nämlich etwa zwischen Malente und kurz vor Neumünster. Aber es beginnt bei Rendsburg. Wir fahren durch das malerische Westensee auf Kopfsteinpflaster. Hier beachten, dieser Durchfahrt, wie ihr hier seht, ist nur an Wochentagen erlaubt, aber dann sehr schön und zum Genießen. Es geht hier zunächst weiter entlang des Westensees, an der Jugendherberge vorbei und man kommt dann in Vrohe raus, von wo aus man zwischen Westensee und Schiernsee in einem Wald hindurchfahren kann. Das ist allerdings auch wieder nur an Wochentagen erlaubt. Bitte beachten. Am Ende kommt eine malerisch gelegene kleine Badestelle, kurz vor Marutendorf. Weiter geht es dann über Flintbek und Preetz, bis man in Kühren auf die Bahnhofstraße bzw. Kaiskamp abbiegen kann. Wieder wie im Wald vorhin eine Offroad-Strecke, teilweise Sand, teilweise Betonplatten, mittendrin ein Bahnübergang, bei dem man früher auch den Schrankenwärter noch anrufen musste, damit die Schranke aufgeht. Also ganz spannend, auf jeden Fall nett und ja, die meisten kennen das nicht. Auch hier geht es entlang eines Sees am Ende. Und man trifft am Wochenende natürlich viele Spaziergänger und Radfahrer. Gegenseitige Rücksicht ist hier das A und O. In der Nähe des Gutes Walsdorf erreicht man dann wieder die Straße und fährt entlang der Schwentine auf Wirtschaftswegen nördlich um Plön herum am Ende und trifft dann dort auf den TED. Der führt auch zunächst nur über geteerte Wege, aber am Ende auch zu einer schönen Raststelle mit einem reetdachgedeckten kleinen Bushäuschen. Hier habe ich Pause gemacht und gefrühstückt. Die Vögel zwitscherten, es war wirklich schön. Das ist irgendwo zwischen Dieksee und Kellersee. Die Straße führt dann weiter zwischen den Seen hindurch. Die Landzunge wird immer enger und enger. Und die Straße mündet am Ende in eine Brücke, die nur bis 3 Tonnen befahrbar ist, von wo aus man einen wunderschönen Blick über beide Seen hat. Wirklich traumhaft. Danach geht es dann immer wieder über Feldwegstrecken, durch Wälder, auch wieder auf kleine Wirtschaftswege zwischendurch, bis zu einer Stelle, an der man auf die Trave stößt. Und man muss die Trave hier auf einer Furt durchfahren. Das ist ein bisschen spannend, tiefer Sand.
Und man muss aufpassen, dass man sich nicht festwühlt und sein Motorrad ablegt, was mir hier auch fast passiert wäre. Am Ende, kurz vor Neumünster, führt einen der TED dann wieder auf die Bundesstraße bis nach Neumünster hinein. Dort habe ich den TED dann verlassen und bin auf kleineren Landstraßen über Nortorf und Wader wieder zurück Richtung Rendsburg gefahren. Ein wunderschöner Tag, das Wetter war super und es machte einfach nur gute Laune. Am Schluss hoben dann noch zwei kleine Enten direkt von meinem Motorrad ab. Erst habe ich gedacht, oha, hoffentlich überfahre ich die nicht, aber sie waren dann doch schnell genug. Ja, rund 170, 180 Kilometer waren das. Man kann sich das gut für einen ganzen Tag vornehmen und hat dann wirklich ein entspanntes Fahrvergnügen auf dem TED, wie man es sonst kaum woanders findet.